Um ganz viel über die Helligkeiten und Dunkelheiten von Farbe verstehen zu können, lohnt es sich, die ganze Farbigkeit erstmal zu reduzieren. Auf zwei Elemente, auf Schwarz und auf Weiß. Mit diesen beiden Farben kann man wunderbar ganz viele Nuancen, ganz viele kleine Variationen mischen und so erkennen, wann eine Farbe hell und wann eine Farbe dunkel ist, ohne dass man dieses große Mischproblem hat. Ich habe jetzt erstmal Schwarz und Weiß und werde so ein Gesicht malen. Den Untergrund habe ich schwarz grundiert, um nachher das Gesicht oder gleich das Gesicht aus der Dunkelheit auswandern zu lassen. Und wenn die Farbe so richtig schön schmatzt, dann ist sie cremig genug. Dann kann man sie auch großzügig auftragen. Sie beginnen beim Malen erstmal zurückhaltend. Sie machen die Töne, die noch nicht zu dunkel, noch nicht zu hell sind, die setzen Sie, um es nachher immer mehr zu steigern, in eine große Helligkeit, in eine große Dunkelheit, bis Sie ganz zum Schluss die Kontraste setzen. Und da wir hier relativ mager mit der Farbe begonnen haben, müssen wir nach und nach immer fetter werden. Und das bedeutet nicht, dass wir immer fetter werden müssen, sondern die Farbe auf dem Bild natürlich. So viel kann ich während des Malens gar nicht essen. Und das macht dann Spaß, wenn man nämlich einigermaßen dick beginnt und dann immer, immer dicker werden muss mit der Farbe, dann schmatzt nachher das ganze Bild und das möchte ich gerne zeigen. Je größer Sie arbeiten, umso freier ist nachher der Strich hier. Das heißt, wenn Sie locker arbeiten möchten, müssen Sie etwas von der Kontrolle abgeben. Und das bedeutet, einen großen Pinsel zu nehmen. Den kann man nicht so gut kontrollieren. Und dann entsteht das, was so wie geschnitzt aussieht. Diese groben Flecke. Und mischen Sie unterschiedliche Nuancen. Ein bisschen heller werdend, ein bisschen dunkler werdend. Und mehr Farbe kommt hinzu. Und die Farbe schmatzt und schmatzt und wird dicker und dicker. Und wenn Sie mögen, können Sie zwischendurch mal die Pinselgröße wechseln. Das sind die drei, die ich in Benutzung habe. Den kleinen habe ich noch gar nicht, aber der hier, der findet jetzt seinen Einsatz. Und dicker werden.
cremiger werden. Ach, das ist das Schöne an der Ölfarbe. Wenn Sie wüssten, wie dieser Pinsel gerade hier über die Leinwand gleitet, das ist so fein und so schön, weich wie Butter. Und wenn Sie das Gefühl haben, oh, mein Bild wird ein wenig zu fest, na dann, was brauchen Sie? Einen großen Pinsel, mit dem Sie locker arbeiten können. Eine Sache, die in der dicken Malerei sehr hilfreich ist und sehr schön ist, wenn man der Physiognomie mit dem Pinsel folgt. Das heißt, wenn es hier ein bisschen seitlich runtergeht, kann man die Striche so setzen. Hier so, am Nasenrücken so, oben an der Stirn vielleicht erstmal senkrecht, dann so. So kriegt man eine ganz gute Dreidimensionalität in das Bild hinein. Und erhöhen Sie den Nuancenreichtum. Je mehr Facetten, je mehr Varianten an unterschiedlichen kleinen Tönen Sie hereinbringen, umso spannender wird das Bild. Umso tiefer wird das Bild. Je mehr Facetten, je mehr Nuancen Sie reinbringen, umso tiefer wird das Bild. Und weiter. Immer, 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 immer fetter werden. Und zum Schluss erhöhen Sie die Helligkeiten. Sie erhöhen die Weißstellen. Dort, wo Sie die Aufmerksamkeit des Betrachters haben möchten, dort besonders stark, wie jetzt hier im Bereich des Auges. Wenn Sie dann noch unbedingt möchten, können Sie noch kleine Details setzen, ganz, ganz kleine Sachen, wenn Ihnen noch was fehlt. Sowas wie hier. Vielleicht hier noch ein Lid, dass man das so ein bisschen in der Dunkelheit auch sieht. Dann treten Sie nochmal zurück und gucken sich Ihr Bild an. Ich nenne das immer so das Ausfaden. Man guckt sich das Bild immer an, guckt, wo kann ich noch was machen, und das mache ich jetzt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was verändern, ein bisschen was verfeinern, und dann sind wir fertig mit dem Bild. So kann man wunderbar skizzenhafte Darstellungen machen, nimmt drei Pinsel, zwei Farben und übt so hervorragend, Helligkeiten und Dunkelheiten zu setzen und zu gucken, wie viele Wertigkeiten gibt es im Bereich der Helligkeiten und Dunkelheiten. Weil die sind immer weiter steigerungsfähig. Das ist unglaublich, sehr schön. Und so lernen Sie ganz viel für das farbige Arbeiten. Viel Spaß!